Habe ich da etwa gerade ein Auto gekauft, Leute? Naja, erstmal bin ich aber noch zu Fuß unterwegs. Hier im kalten Köln, zurück aus Miami sind wir. Und da fahre ich Bahn, Leute. Ich habe ja seit einigen Monaten gar kein Auto, aber so langsam möchte ich das wieder ändern. Ihr könnt echt froh sein, dass wir so viel Sonne noch aus Miami mitgenommen haben. Hier ist es kalt und nass, Leute. Auch unser Kürbis, aber der steht wie eine Eins, muss man sagen, ne? Ja. Der ist immer noch da. Viele von euch haben ja gefragt, so, jo, ist der, fängt der nicht irgendwann mal an zu schimmeln? Also wenn ich da reingucke, so ein bisschen blau ist er da drin. Ich weiß halt nicht, ob das Schimmel ist oder ob das halt unsere blaue Farbe ist. Ich meine, wir können auch einfach aufbewahren bis nächstes Jahr, ne? Ja, dann haben wir schon einen gespart. Richtig, kleine Schwarmtaktik, Leute. Aber heute haben wir ein anderes vor. Ihr habt ja gesehen, ich bin jetzt ja mit der Bahn hergefahren. Das ist so mein Go-To-Verkehrsmittel in der letzten Zeit. Weil mir ganz ehrlich, es ist mir ein bisschen zu kalt fürs Fahrrad geworden. Es ist, also ich meine, es geht, aber es ist ein bisschen nervig, wenn es auch regnet. Ich bin ja schon ein bequemer Mensch. Aber ich muss sagen, ich war gestern, Tim, bei dem Wetter noch kälter abends, war ich laufen. Ne? Ah, krass. Und zwar Rekord habe ich gemacht für meine Verhältnisse. 8,46 Kilometer mit 4,29er Pace. Nicht schlecht. Ich glaube, du hast keine Ahnung, Tim, oder? Ja, ich weiß, dass es um einiges höher ist als letztes Mal. Ja, richtig. Ich bin fast doppelt so weit wie Miami gelaufen mit der gleichen Pace. Aber weil in Miami war es halt 30 ja. Grad und hier waren es so 3 Grad. Und ich musste einfach laufen, um zu überleben, weil es um warm genug zu bleiben. So sieht das bei mir aus im Leben gerade. Aber eine Sache habe ich nicht vergessen. Auch wenn ich jetzt fast ein halbes Jahr schon eine Autopause gemacht habe, ganz bewusst, ja, um wieder richtig Lust auf ein Auto zu bekommen. Die Lust ist jetzt 100% da. Ich gucke jeden Tag auf eBay Kleinanzeigen, Mobil.de und so weiter, um mir meinen Traum Porsche 964 zu suchen. Und jetzt ist mir einer in Belgien aufgefallen. Und den, Tim, den müssen wir uns nachher unbedingt anschauen. Ja? Machen wir einen kleinen Roadtrip, fahren wir dahin. Ja, mach ich. Sehr gut, ein kleines bisschen arbeiten und dann geht's gleich nachher los, ne? Unser Roadtrip-Auto. Ey, Tim, was hätten wir gemacht? Hättest du das Auto schon verkauft, Mann? Ja. Eigentlich sollte es schon längst weg sein hier. Ich hab's noch nicht mal ins Internet gestellt. Warte, ich nehme die Kamera ab. Kommt mal hier rüber, Kinder. So. Niederlande! Wir wollten nach Belgien, das weiß ich schon. Belgien! Endlich! Jetzt sind wir richtig. Stau. Kann nicht sein, Leute. Wir sind in Brüssel. Das Autohaus macht doch irgendwann zu. Und wir stehen einfach seit einer Stunde gefühlt hier. Soll ich mir einen Roadtrip nicht vorgestellt, ne? Nö, viel zu langweilig. Tim sagt die ganze Zeit, er hätte gerne Automatik. Ja. Und er hätte gerne einen Tempomaten, hätte er auch. Ja. Wir haben ja einen neuen Roadtrip. Übernächste Woche haben wir einen neuen Roadtrip. Stimmt, ja. Und nicht übernächste. Nächste Woche haben wir einen Roadtrip. Stimmt. Ja, ist nächste Woche schon. Krass. Und dann haben wir nicht nur Tempomaten, sondern ich glaube sogar ein bisschen Autopilot-Action. Oh, da haben wir nämlich, da kriegen wir noch ein ganz anderes Auto nämlich. Für einen Roadtrip eine Woche lang fast durch ganz Deutschland durch. Ich hoffe, wir kommen überall hin. Das, wir müssen halt tanken, also nicht tanken können wir nicht. Ne? Wir müssen ja. Strom aufladen müssen wir dann zwischendurch ja. Mal. Aber trotzdem, Stau hätte ich trotzdem lieber nicht so ja. Gerne so viel. Also selbst mit Autopilot, aber Stau ist einfach immer nur so frustrierend, weil man fährt und fährt und kommt nicht voran. Wir wackeln einfach jetzt kurz mit der Kamera und dann sind wir da. Schauen, wo wir hier sind. Aber da wollen wir nicht hin, sondern ein bisschen weiter. Das ist es wirklich. Yes. Oh, schöne Autos, da kann man mal kurz verwirrt sein. Ob die uns glauben, dass wir das Auto kaufen wollen? Wenn wir Vor allem mit Kamera auch noch. Nicht, dass sie uns denken, wir verarschen die auch. Junge, aber ich will doch nicht jemanden verarschen, wenn ich 3 Stunden aus Köln hier hinfahre. Mann, ey, die sehen uns schon, die sehen uns schon. Das steht. Die gucken schon mit so verschränkten Armen, gucken die schon an. Scheiße. Wir machen ohne Gimbal. Okay, warten schon so richtig lange. Ja. Ja. Und vor allem kommen wir dann auch noch mit so einem Auto, wenn wir einen Porsche kaufen wollen. Jedes Mal kacken wir mit dem Auto rein. Mann, ey, und scheiße. Ich will unbedingt das Auto haben. Bitte, lass es gut sein. Vielleicht ist auch scheiße das Auto, dann sind wir umsonst weggefahren. Hallo. Hello. Hi, Cedric. Nice to meet you. Hello. Hi. Car? Yes. It's in the Where business. You can follow me. Thanks for waiting on us. Wow. Yeah, no problem. So, where are you from? Köln? From Köln. From Cologne. Das ist das Auto, Leute. Das ist das, was ich mir angeschaut habe. Jetzt sehe ich zum ersten Mal, sehe ich ihn hier in echt. Und das Ding ist, ich habe jetzt selbst keine richtige Ahnung vom Gebrauchtwagenkauf. Jo. Wo kam der Hund? Das ist einfach so eine Klappe. Ist da hinten ein Hund? Deswegen habe ich mich ja mit Jan, mit Godehard von Ringpolis zusammengetan. Und er will sich das Auto auch nochmal angucken. Ich glaube, ich FaceTime einfach vielleicht mal direkt mit ihm, oder? Ja. Gucken wir mal, was er zu sagen hat. Ja. Das ist er, Leute. Ich meine, wir saßen ja schon in einem drin. Dementsprechend kenne ich das Auto ja schon jetzt ganz gut. Coupé sieht schon um einiges besser aus. Ja, Coupé ist besser, ne? Ja. Also, die Dachlinie ist halt viel cooler so. Was mich aber stört, ist, dass es grau ist statt schwarz. Mhm. Ich dachte auf dem Foto, dass es schwarz ist. Es war aber als Leder andere Farbe angegeben. Ich dachte, was soll schon anderes sein? Aber es ist halt grau statt schwarz. Ich sitze aber zum ersten Mal jetzt in einem grauen drin. Er hat die Turbositze. Die sind cool. Die sind breiter ausgestellt hier. Das ist nice. 100.000 Kilometer oder 107.000 Kilometer sind. Oh, warte mal. Annehmen.
November im vollen Gange. Na du? Ja, sieht gut aus. Oder? Ja, finde ich sehr gut. Ja, siehst du mal, in was wir hier drin sitzen? Ah ja, 964, wunderbar. Richtig. Es gibt ihn wirklich. Du, ich bin zum allerersten Mal jetzt bei einem Gebrauchtwagenkauf. Ich war noch nie und dann direkt so ein fast 30 Jahre altes Auto. Ich weiß gar nicht, wie man sich jetzt verhält. Was muss ich jetzt machen? Erstmal musst du 10 Liegestütz machen. Nein. 20 Kniebeugen und einen Handstand. Und dann gucken wir weiter. Okay, mach ich schnell, ja, und dann, und warte, so, und ach, zack, Schnitt, haben wir schon alles fertig gemacht. Ich habe alles fertig gemacht. Was muss ich jetzt machen? Wo bist du denn jetzt? In Belgien, in, Van den Bergen. Richtig. Winschund, lecker. Ja, super. Willst du irgendwas Bestimmtes sehen? Jetzt versuch mal, mir den Lack zu zeigen. Den Lack zeigen? Ja, weil, wenn du mal so schräg drauf, weißt du, der darf halt nicht zu shiny sein, weißt du, der darf nicht zu sehr glänzen, weil dann kannst du halt relativ schnell erkennen, dass es halt eben nachlackiert ist, wenn er so glänzt. Also. Was sind das für Pünktchen? Sind das vom Wasser, oder? Für den Kotflügel hier. Hier siehst du es. Aber der Lack ist, also ich weiß nicht, ob es bei den Autos normal ist, aber das ist krass verkratzt so. Also, ja, das ist Schwarz-Uni, ne? Das ist ja. Halt für sowas ist es halt der beschissenste Lack eigentlich. Weil da siehst du natürlich alles drauf. Und wie der beschissenste Lack, Herr Janek. Ich möchte doch schwarz haben. Es gab nur Uni-Schwarz, ja, oder? Es gab doch kein Metallic-Schwarz oder irgendwas. Du hast halt keine Ahnung, was soll ich denn machen? Schwarz Zeit ist ja geil. Pinkes Auto umzuhängen. Ja? Nein, machen wir nicht. Schwarz haben. Das ist doch scheiße, ey. Ich hab Jan ganz viele Autos immer geschickt, die ich online gesehen habe. Zu allem hat er gesagt, Mondpreise, zu teuer, das ist scheiße, Japan-Import niemals. So, und jetzt dachte ich, einmal stelle ich ihn mal zufrieden, weil er tatsächlich hier ein relativ vernünftiger Preis ist, auf jeden Fall, dieses Auto. Und dann sagt er hier, falscher Lack. Ja, der Preis ist gut, aber schwarz ist halt, ne? Schwarz ist halt schwarz. Das ist ja auch egal, aber wenn, guck mal bitte hinten, geh mal eben an die offene Türe, beziehungsweise an den Seitenteil da. Ja, guck mal, siehst du da irgendwo einen Abkleberand oder sowas oder einen Rand im Lack, dass du sagen könntest, dass er nachlackiert wäre? Sehe ich nicht, oder Tim, was meinst du? Nee, ich würde es auch nicht erkennen. Glaub nicht. Ja. Nee. What do you say about how many scratches? It's because, of bad washing and it's now manual. If you do it with the machine. Also Jan, meinst du, wenn man das hier einmal so ordentlich macht, dann sieht es auch wieder besser aus? Dann machen wir dann mal für 1.500 €. Alles klar. Ja, Jan wittert schon das Geschäft, wenn ihr ein Auto holt hier. Ne? Immer jeden Monat einmal zur Ringpolizei irgendwas noch machen hier. Ja, da lacht er schon. Ne? Kommt das Lächeln, kommt da schon raus. Dann kann er sich nicht zurückhalten. Junge, schönes Groschengrab, ey. Nimm mal bitte den Teppich weg. Also Teppich einmal ab. Ja, genau. Und hier willst du gucken? Da müsste jetzt irgendwo so eine silberne Plakette hier. Links daneben müsste auch stehen. Okay, alles klar. Ja, sieht aber alles gut aus. Machen wir hinten den Motorraum aus. So, was willst du genau sehen? Ja, das Problem ist, ich sehe einfach nur Pixel. Siehst du irgendwas irgendwo gerade von oben, wo irgendwas ölig ist oder so? Guck mal an die Seite. Nee. Na, hier siehst du halt hier ein bisschen Rost. Siehst du hier? Also siehst nichts. Nee, du siehst nichts. Hat das Unterboden drunter? Ja, okay, ist drunter, ja. Alles noch dran. Was ist das für eine Öllache da unter dem Auto? Oder was ist das für. Ist das Wasser? Oder? Siehst du es, Tim? Was sagst du, Wasser oder Öl? This is water, because this is a cleaning place. Ja, fach mal. Ja. Es fühlt sich aber ölig an. Feels a little bit oily though. The car is inside now for half an hour. Okay. Alright. So, okay. That would be very bad. Maybe, yeah. Tim, kannst du den sehen? Wenn die dich lassen, dass du den einfach mal ein paar Minuten laufen lässt. Ja. Und mal darauf achtest, ob der irgendwann anfängt, nach Öl zu riechen oder so. Ja, ich würde den vielleicht, fahr den Wagen nochmal oder stell den nochmal 2 Meter nach hinten und dann müsst ihr halt nachher nochmal eben drunter gucken. Der Punkt ist halt, die sind alle ein bisschen feucht, klar, aber sobald er anfängt, da Tropfen zu werfen oder da wirklich sich Ölflecken drunter bilden, dann ist halt ein bisschen zu viel, ne? Ja. Und ich finde den Fleck da unten jetzt schon ziemlich groß, also da solltest du auf jeden Fall mal drauf gucken. Ja. Ah, hört sich auf jeden Fall schon geil an, Leute. Das könnte mein Auto werden. Hat der noch die Originalfelgen oder sind da nur die Räder dabei, die drauf sind? That are the only wheels? Yeah. Ja.
sind die einzigen, nur noch die. Ja, also ist natürlich wertmindernd, aber ich will mir eh andere Felgen drauf machen. Jan, wenn ich so ein Auto habe, kann ich dann eigentlich so einen Wunschzettel machen und dann zu dir kommen, ein bisschen später wiederkommen und dann ist der Wunschzettel erfüllt oder so? So was kann man bei euch machen, oder? Ja. Sehr gut. Das ist nämlich der Plan. Ich hab schon so einen Wunschzettel vorbereitet. Lenkrad, Räder, Fahrwerk. Gibt's einiges. Ja, kann man machen, ist kein Problem. Sehr gut. Also wir lassen das Auto jetzt gerade mal ein bisschen laufen, checken dann nochmal, ob sie jetzt ein bisschen Öl da gebildet hat, ein bisschen Feuchtigkeit und so weiter. Und derzeit geht's rüber zu den Papieren. Überhaupt die ganzen anderen geilen Autos wieder. Schau ich mal hier den M4GTX an. Das sind auch mal geile Felgen, oder? Ich meine, die Felgen würden jetzt keinen Sinn da machen, aber so halt kupferfarbene Felgen generell finde ich halt schon cool. Und da könnte ich mir halt so geile BBS-Felgen da drauf. Könnte ich mir schon vorstellen. Oder Fuchsfelgen. Es gibt viele Möglichkeiten. Schreibe ich da meinen Wunschzettel mal für den Jan. Dann komme ich zu ihm, zu Ringpolis, und dann bauen wir das alles ein. Aber wir sehen uns gleich wieder. So, das war's. Ich bin ja voll happy, siehst du das? Aber nicht, weil ich jetzt mein Traumauto gekauft habe oder so, aber es war so nett hier. Ja. Wie heißt denn hier? Van den Bergen in Belgien. Richtig netter Mitarbeiter, richtig nettes Autohaus. Und ich habe endlich einen großen, wichtigen Schritt aber gemacht bei meiner Autosuche, weil ich habe jetzt wirklich mein Auto angeguckt. Endlich, weißt du? Ich habe ja schon mal eins angeguckt, aber das war ja nicht zum Verkauf, was wir im Video hatten. Aber das hätte ich hier kaufen können. Aber es ist sehr gut, dass wir mit Jan telefoniert haben und FaceTime gemacht haben. Der hat ja richtig Ahnung, der handelt ja selbst mit den Autos. Und ich weiß nicht, wie sehr man es im Video gesehen hat, aber wir haben den Motor extra nochmal laufen lassen, das Auto vorgestellt und so nach 10 Minuten kamen halt kleine Öltröpfchen, waren schon da auf dem Boden. Ja, also schon große, also schon ist wenig. Auf jeden Fall. Dafür, dass es nur 10 Minuten war, war schon. Und das halt, naja, sowas passiert bei alten Autos, aber dann musst du halt eine Motorrevision machen. Das ist richtig, richtig teuer. Und das kann auch passieren, wenn man diese Öltropfen da vielleicht nicht sieht, aber wenn man die schon sieht, dann weiß ich schon, also da musst du halt was dran machen im Auto. Er hat nicht die Innenfarbe, wie ich sie eigentlich haben will. Er ist zwar relativ günstig. Wir reden jetzt einfach über Preise. Ich mag das immer nicht, wenn YouTuber nicht über die Preise reden, Leute. Wir reden jetzt über die Preise. Der hier sollte kosten 46.900. Das ist für einen 964 C4 relativ günstig, aber kein krank günstiger Preis. Ne? Also unter 40, das ist krank günstig. Und wenn man jetzt noch darauf rechnet, eine Motorrevision, bist du locker über 20.000, vielleicht sogar bei 30.000, wenn du das alles neu machst und ordentlich machst, dann hält er wahrscheinlich auch wieder 10, 15 Jahre, aber musst du halt alles zusammenrechnen, das ist mir ein bisschen viel. Da gebe ich lieber vielleicht von Anfang an ein bisschen mehr Geld aus und habe dafür ein Auto, wo schon eine Motorrevision gerade gemacht wurde. Na, ich muss auch nicht drüber schlafen, das Auto wird es nicht. Das wird es leider nicht. Zu gefährlich, zu teuer. Ja, zu risikoreich. Ja. Zu risikoreich einfach. Also auch wenn es cool gewesen wäre und es hier echt alles sehr, sehr nett war. Ich meine, hier kommen zwei junge Burschen hier einfach an mit einem Peugeot. Ja, kommen hey. Aus Deutschland angefahren. Kommt eigentlich nach seinem Feierabend, war jetzt noch hier, hat sich extra Zeit genommen. Also echt Top-Laden. Viele geile Autos auch da, aber der 964, der ist es nicht für mich leider. Schade. Aber es kann halt auch nicht der erste sein vielleicht. Ja? Wir schauen uns in Zukunft nochmal um. Dann nehme ich euch auf jeden Fall auch wieder mit, wenn ihr Bock habt. Falls ja, drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr nochmal sehen wollt, wenn ich ein Auto angucke und dann vielleicht auch kaufe. Und ansonsten bin ich mal gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Ciao, ciao.